Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lerntöchchen für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen heute mal wieder ein paar T3-Teile ergambeln und dazu bin ich wieder mal in Naxxramas, hier einmal bei unserem kleinen Lieblingsgoblin, der uns ja jetzt hier ein paar Gürtelteile verkaufen wird. Wir wollen wieder insgesamt 40 Teile kaufen für 120 Druckmittel des Todes. Und ja, ich hoffe, ich kriege das T3-Teil raus. Ich brauche ja insgesamt noch 3 Slots und habe mir da die Brust und die Hände schon mal geholt. Und jetzt brauche ich quasi noch den Gürtel, um das Ganze rund zu machen, um dementsprechend auch noch hier die paar Rezepte zu kaufen. Ne? Also hier braucht man ja die Heldentat für das vollständige T3-Set. Und ja, mal gucken, ob wir das jetzt einmal hier zusammenkriegen. Und dafür würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Und schauen mal, ob wir hier ein paar gute Gürtel rausziehen. Also im Optimalfall, ne, kriegen wir natürlich das T3-Set, ist klar. Also den T3-Gürtel. Ich sage jetzt aber auch nicht nein, wenn jetzt das ein oder andere dabei ist. Ne, ihr seht gerade, ich ziehe die hier so ein bisschen runter. Wo wir dementsprechend ein bisschen Gold für kriegen. Ich hatte ja vorhin schon ein paar Sachen aufgemacht. Vielleicht habt ihr das in den letzten Episoden gesehen. Ab und an sind da natürlich dann auch Items dabei, die mehrere tausend oder auch 10.000 Gold wert sind. Zum Beispiel wie der Gürtel hier. Und ja, ich sag mal so, ein bisschen Gold so nebenbei noch machen, ne, bin ich auf jeden Fall für zu haben. Na, guck mal, da haben wir auch wieder ein bisschen über 1.000 Gold. Also meine Grenze ist so Pi mal Daumen 1.000 Gold, alles drunter kommt zum Händler, alles drüber versuche ich mal im Harz zu verkaufen. Ob sich das natürlich verkauft, ne, ist die andere Sache. T-Mog ist halt ein Slow-Seller. Ne. Alle, die da schon mal probiert haben, wissen das. Teilweise liegen Sachen halt mehrere Monate oder sogar noch länger quasi im Inventar, beziehungsweise immer wieder im Zyklus zwischen Inventar und Auktionshaus. Aber naja, ab und an geht was weg und für nicht viel Aufwand, ne, macht man das ja gerne. So, was ich aber nicht gerne mache, die Tokens aufmachen, ohne dass ich ein T3-Teil rauskriege. Also langsam könnte es was werden. Ich hatte ja schon das ein oder andere Video jetzt aufgenommen. Und Gürtel haben wir jetzt auch schon ein paar aufgemacht. Ah, seht, da muss nur motzen. Here we go. Da haben wir den Gürtel. Wunderbar. Und jetzt machen wir die anderen auch noch auf. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas drin, was wert ist. Beziehungsweise vielleicht noch ein T3-Gürtel, ne? Den ich dann ins AH setzen kann. Würde ich natürlich auch nicht nein zu sagen. Gut, ne, noch ein T3-Gürtel war nicht drin, aber dafür haben wir jetzt hier den Gürtel. Der wäre 450k Sofortkaufspreis drin, also minimaler Sofortkaufspreis oder sogar 700k Marktwert. Das ist schon einiges, also da kann man nicht motzen. Und dann würde ich sagen, verkaufen wir jetzt den anderen Kack mal und können das dann tatsächlich ins Auktionshaus schmeißen. Also diesen ganzen Spaß hier, beziehungsweise mein T3, das werde ich jetzt demnächst upgraden und mir dann auch die Heldentat holen. Juti, das war es jetzt eigentlich soweit für die kleine Aufnahme. War ja mal wieder lucky, so nach der letzten, wo wir nicht so ganz viel Glück hatten. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann sehr gerne in den nächsten Opening-Videos. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.